Hey da, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier, der krasseste Channel überhaupt. Und heute haben wir mal ein Update-Video mit ein paar Zusammenfassungen, Infos, Details, Projekte für die nächste Woche und sowas, was kommen wird. Also fangen wir mal an. Gestern war ja 2. Mai und die ÖM war gestern in Wien bzw. Schwechat und Moksha One war dort. Ich wollte auch fahren, aber ging sich leider nicht mehr aus. Hab die Coverage gesehen, sah ganz lustig aus. Und Moksha war dort, der wird uns jetzt ein bisschen was davon erzählen. Yo, Moksha One, Team Bubble Tea hier, 3 Tage zur ÖM. Viele wissen gar nicht, wie sie hinkommen sollen, viele wissen gar nicht, wo es ist, viele wissen gar nicht mal, dass es eine ÖM ist. Auf jeden Fall, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ich werde euch Bescheid geben, wie viele Leute da sind, wie viele Leute spielen, was sie spielen, wie sie spielen und warum sie es spielen. Und der Highlight ist, ich weiß selber gar nicht mal, warum ich Bindeck spiele, hauptsächlich ich spiele es und ich bin dabei und ich mache euch Event-Coverages und ich mache Fotos, ich mache euch immer was. Ich gebe Berichte weiter an den linken Trainer, damit er die Berichte vielleicht posten kann und ja. Das war ein fetter Anschub von viel Informationen in wenigen Minuten und wenigen Sekunden, aber irgendwann mal demnächst ist offiziell der 3. Versuch der Homepage. Die kommt online. Ich habe dann eine, vielleicht eventuell Foren und sonstige Sachen, die ihr benutzen könnt und ja, also es ist noch in Planung. Ich weiß nicht wirklich, ob ich es jetzt aufsetzen soll oder nicht, ob es sich lohnt. Kommentiert einfach mal, schreibt rein, was ihr haben wollt, unten im Kommentar halt immer reinschreiben, Informationen, was ihr gerne von euch sehen wollt, was ihr haben wollt und je nachdem dies und das und ja. Von der Sponsorenseite werden auch demnächst irgendwelche Events sein. Kitrainer wird wahrscheinlich die DM covern und ich versuche soweit es möglich ist die ÖM zu covern. Ja. Und lustige Videos sind auch in Planung. Wenn ihr euch erinnert an Real Life Trading, sowas ist in Planung. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Das war's dann von meiner Seite aus. Eventuell kriegt ihr die nächsten paar Tage auch noch Videos von mir. Zu EM auf jeden Fall. Sonst. Ja. That's. Ja, das war Moksha. Mit seinen Infos, die kommen werden. Freut euch da drauf. Ansonsten, wie er schon gesagt hat, ich werde auf der DM sein. Da haben mich schon ein paar von euch drauf angesprochen, gefragt, ob ich da hinkomme. Ich werde da sein. Ich fahre sogar Freitagmorgen schon. Weil einer von uns noch unbedingt dort trainen will und sowas, dass wir dann Freitagnachmittag dort ankommen. So, falls ihr irgendwie Hi sagen wollt oder sowas, Freitag ist am besten dafür. Die anderen Tage könnt ihr natürlich auch Hi sagen, aber da werde ich wahrscheinlich beschäftigt sein. Ich versuche Videos zu drehen, was geht. Ich werde auch versuchen, so einen Vlog zu drehen. Hab ein paar von der YCS gesehen, Bochum, da haben ein paar welche gedreht. Die fand ich ganz geil und werde ich auch mal ausprobieren, falls es klappt. Ansonsten wird es sehr hektisch, also ein Case versuche ich eigentlich mir auch wieder zu holen und das fällt halt genau auf das Wochenende von der DM. Hab auch ein großes Projekt am Laufen mit einem möglicherweise neuen Sponsor, großen Sponsor. Und wir treffen uns halt dort, besprechen alles mal persönlich, also das wird auch ein bisschen hektisch. Ich werde natürlich am Samstag mitspielen, mal schauen, wie das laufen wird. Also wird wahrscheinlich sehr lustig, viele Freunde, sogar ein paar Feinde werden dort sein. Ich fahre sogar vielleicht mit Dennis von Team Ragnarok, aber das ist noch nicht sicher. Wir schauen noch. Falls ja, dann kommen sicher richtig viele Videos von uns beiden zusammen. Ansonsten zu den Updates für nächste Woche. So kommt so ein Gewinnspiel-Giveaway von so einer Freundin von uns. Die macht Tokens / Oricas, wie auch immer man das nennen will. Das sollte eigentlich schon letzte Woche kommen, aber ich war krank, also das wird auf jeden Fall kommen. Und ein Gastvideo wird auch kommen. Also für die zwei, keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen. Also ihr werdet auf jeden Fall nächste Woche noch dran kommen. Dann wird auch mal wieder was zu Preisen und Markt und sowas und Handeln, sowas, ein Video dazu kommen. Das ist ja immer sehr, sehr gefragt. Fragt ihr uns ständig. Ich bin halt kein super mega Händler, aber ein paar Tipps kann ich auch geben. Dann haben wir noch ein neues Segment. Und zwar Fan der Woche oder Kommentar der Woche. Das probieren wir mal aus.
Und weil wir Team Bubble Tea sind, heißt der Fan der Woche natürlich der Bobber der Woche. Und das ist diese Woche der Vince. Der hat einen Kommentar hinterlassen zu unserer App. Die könnt ihr gerne mal abchecken. Link ist unten. Also ich selber habe die noch nie gesehen, weil ich halt iPhone habe. Aber alle anderen, die die App benutzen können, checkt die auf jeden Fall ab. Soll echt gut sein. Und eine weitere Information. Ich habe halt einen neuen Artikel auf Gate to the Games. Könnt ihr mal abchecken. Link wird auch unten in der Videobeschreibung sein. Wir mal einfach abchecken. Würde mich über einen Kommentar freuen. Würde echt helfen, wenn ihr einfach kommentiert. Geht um die YCS. Einfach abchecken, wenn ihr Bock habt. Wäre echt top. Ansonsten war es das eigentlich auch schon für heute. Freut euch auf die nächste Woche. Wird viel kommen und dann natürlich auf die DM. Wie immer, checkt unsere anderen Videos ab. Liken, subscriben, kommentieren. Wenn ihr irgendwelche Videovorschläge oder sowas habt, gerne in die Kommentare. Und ciao.